Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Warum hustest du immer, ey? Mann! Nimm einen Hustenbonbon oder so. Boah, ist mir alles zu viel. Warte mal, wir sind zu langsam. Bin immer noch da. Oh, das ist aber schön. Ich bin immer noch. Hallo, ich unterhalte. Ey, der geht ja einfach durch. Alles unhöfliche Leute nur, ey, ehrlich. Für mich, nee, ich möchte einige Dinge. Was soll ich nehmen? Und zwar, wie viel könnt ihr denn noch tragen? Sehe ich hier nicht. Was ist das? So, wo wir jetzt hier gerade bei unserer Ruhe haben, dann nehmen wir jetzt erstmal die ganzen. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Nee, geben. So, damit sind wir jetzt wenigstens erstmal ein bisschen leichter. Das reicht schon. Können wir dem irgendwie noch eine Rüstung geben oder so? Das ist doch auch möglich, glaube ich. Ja, wir können ihm doch. Ach, das würde uns auch helfen, ab wir tragen gerade was. Wir geben mit dem das mal. Ja, das zieht er gleich mal an, das ist gut. Das finde ich gut von ihm. Ah, oh, die könnten wir anziehen. Du rüst dich uns jetzt mal fix aus. Hier kannst du Silberkette umlegen. So, okay, gut. Der steht hier gut. Vor. Ich. Sowieso. Okay. Aha, das renne ich noch ins Feuer. Ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Cool. So, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge haben wir den Drachen getötet. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Oh, alle reden sie auf mich ein. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Wie ich gerade sehe, wir können machen, folgt mir, die ist süß. Was macht dein Muskel? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Interessant. Der Punkt ist der, sie sieht aus, als wäre sie eine Nahkämpferin. Oh, die holt da hin erstmal wie Zauberhand einen Besen raus, das ist eine Hexe. Ich stehe aber lieber drauf, wenn meine Mitstreiter Fernkampfattacken einsetzen, weil dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich sie treffe. Auf Wiedersehen. So. Wiedersehen. Also wir werden uns definitiv wiedersehen, Süße. Entschuldigung. Erstmal habe ich hier meinen Fender. Bin auch noch da. So, okay. Gut. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz sortieren. Also, wir haben in der letzten Folge einen Drachen getötet und wir wurden von den Graubärten gerufen, die da oben sind. Wo sollen wir denn jetzt hin? Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen uns nur den Graubärten, ne? Die sind ja da. Hoch Hrothgar. Ach, erst sollen wir hier nach Ivarstadt. Sprich mit den Graubärten. Aber die Graubärte sind doch da oben. Na egal, wir sollen jedenfalls dahin. Und dann hatten wir doch hier in Waldheimer Türme. Gab es da nicht eine Nebenmission, die wir machen können? Verschiedenes. Da, Festung Waldheim. Zack. Dann wird man den Banditenanführer dann erstmal töten. So, den Schrein von Azura. Kann man sich auch auf der Karte anzeigen lassen? Das ist dann da hinten. Das ist zu weit weg. Ach, ich wollte jetzt nicht komplett raus. Sprich mit Aventus Aretino. Wo war denn das jetzt nochmal? Im Windhelm. Gut, da kommen wir jetzt dann nicht hin. Am Winterfeste schließt sich auf Stunde. Okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal kurz in die Stadt. Erkunden die mal ein bisschen. Und jetzt müsste doch mittlerweile Tag sein, oder? War Tag? Ja, war Tag. War Tag? Guten Tag. Eine Wache unterbricht meist den Kampf, wenn der Angreifer alle Waffen wegsteckt. Selbst wenn der Kampf abgebrochen wurde, wird die Wache trotzdem versuchen, eine Festnahme durchzuführen. Okay. Ja, wir ergeben uns nicht. Kämpfen bis zum letzten Blut. Die meisten Nord in Himmelsrand glaubten, die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Tja, soll vorkommen. So. Könnte natürlich jetzt auch ein bisschen was auf marktlos sein. Das wäre natürlich auch interessant. Lalalalalala. Warte. Ich kenne euch doch. Ey. Schau, ich hack dir den Kopf ab. Ich hab langsam die Nase voll. Willst du mich das in jeder Folge fragen oder was? Bei Ismir. Ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ey, Junge, ehrlich, ey. Der Jarl sagt nur, ich sag meinen Wachen Bescheid. Nix da. Den hast du übersehen, ehrlich, ey. So, der labert da immer noch weiter.
Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Haben wir leider. Ah, doch, hier. Lavendel. Lavendel. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Was denn jetzt? Erzählt mir etwas über diesen Baum. Seid ihr eine Priesterin von Kynares? Hat der Sturmmantelaufstand eure Pflichten beeinflusst? Mich interessiert dieser Baum. Das ist der Güldengrünbaum. Er wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Sie haben den Tempel errichtet. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Wo hast du denn jetzt den Becher rausgeholt? Ehrlich, ey. Wo die alle ihre Sachen her... Sorry. Wo die all die Sachen herzaubern. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Oh, seid ruhig. So, hier ist der Mann. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, Frage natürlich, seid wissen. So, hier, wen haben wir hier? Fralia Graumina. Sammlerstücke und Zierschmuck. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Dann brauche ich mehr Erfahrung. Oh, wer labert denn daneben hier? Goldene Halskette, Kupfer dir, bringt mir nichts, bringt mir nichts. Sieht nicht mal schlecht aus. Bringt mir alles nichts. Passt gut auf euch auf. Isolda. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Was wisst ihr über Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Ey, kann die Omi da rechts mal bitte aufhören zu schreien? Hofft ihr, ein Händler zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Wollen wir so nett sein? Wollen wir es machen? Mammutstoßzahn. Mammuts an sowas ranzukommen ist echt nicht einfach. Wollen wir es trotzdem probieren, komm. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Das könnte natürlich hilfreich sein. Bringe einen Mammutstoßzahn zu Isolda. Wir haben aber keinen. Lebt wohl. Mammutstoßzahn. Sammlerstücke und Zierschmuck. Oh. Ruhe hier. Hast du einen Mammutstoßzahn? Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Bereutet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ich will nicht mit ihm reden. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern, das hat uns schon erzählt. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Da bin ich jetzt mal gespannt. Eine Käseecke, voll der Schatz. Noch eine Käsescheibe, ey, das ist ja eine Goldgrube. Eine grüne Apfelkarotte. Du verkaufst Lebens... Also, ja, okay. Oh, Pac-Man! Cool, du verkaufst Pac-Man. Ja, Nahrungsmittel sind ja an sich schon Schätze, ne? Frisches Obst und Gemüse zu essen. Ja. John, Kampfgeborener. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? So, wo in dieser Meer? Was, wie hieß das Ding hier? Hier, die beflaggte Meere. Wieso hab ich... Ich will die Tür aufmachen. Meine Güte. Für manche sind ja Lebensmittel echt Schätze. Also wir können uns ja echt hier froh schätzen. Wir können echt froh sein. Wir müssen uns da ja echt keine Sorgen machen. Wenn du dann in andere Länder schaust, die sind dann nochmal froh, wenn sie irgendwie ein Brot haben oder so. So. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Bin schon drinne. Hulda. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Güldengrünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut, aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen.
Unterhalte dich mit Danica über die Zerstörung des gültigen Grünbaums. Okay. Erzählt mir den neuesten Gatsch und Tratsch. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch... Ist er das? Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Michael. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Michael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Ihr müsst Carlotta Valentina in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Sie gehört euch nicht. Lasst diesen Unfug. Ich bin sicher, dass wir zu einer Übereinkunft überreden. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Müssen wir die Überredenskunst noch ein bisschen verbessern? Ich gebe dir doch keine 98 Goldstücke. Ein guter Rat zum Abschied. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Ich würde meinem liebsten Fall gegen den Kopf hauen, ey. Okay. Reden schwang er die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute. Können wir sonst noch irgendwas machen? Wir haben einen hier drüben. Gut, Gerd, Lust auf ein Nord-Sprichwort? Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen großen Groll hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge. Allesamt. Weshalb wurdet ihr von den Gefährten abgelehnt? Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach... die Kontrolle verloren. Die ist gut ausgerüstet. Schaffen wir das? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Dann prügeln wir uns einfach mal. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Bin ich jetzt auch nur mit den Fäusten ausgerüstet? Ja, okay, gut. Na dann. So, erster Treffer. So, zack, zack, zack. Und ne... Wo ist er denn? Rechts und links und rechts und jetzt volle Kanne links. Nochmal rechts und nochmal rechts. So. Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Hoch mit den Fäusten! Muss man nochmal? Achso, Entschuldigung. Reden. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Und jetzt? Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Dankeschön. 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 So. Eine kleine Prügelei hier, ist doch cool. Der holt auf seiner Trommel rum, ey. Aber wenn ich dies den... ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das ich... Kaiservolk. Wir stehen jetzt anfangen zu verprügeln, sind die, glaube ich, sauer. Auf unsere Zeit. Das gibt es hier so alles zu entdecken. Sind bald schon Vergangenheit. Glaubst du? Okay, hier finden wir jetzt nichts mehr. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Kleiderschrank. War hier nicht noch irgendwo eine Frau unterwegs? Falls ihr arbeitet, solltet ihr dann ein bisschen Feuerholz hier. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt, was gibt kommt es? Drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Sie hat Zutaten. Salz. Nehmen wir ein bisschen Salz mit. So, jetzt bräuchte ich also mal... bitte, keine weiteren Fragen. Ich hab doch nur gefragt, was du hast und... Ach, egal. Ich hab nichts Böses gemacht.
Was soll denn das? Ich würde jetzt gerne mal wieder so ein Alchemielabor finden. Alchemietisch, Labor. Töricht, der Alte. Was ist hier schon wieder los? Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Was ist mit Thorald? Ist er nicht? Handwerk haltet mir keine Wenn Vorträge Wenn ich eines Tages eine Leiden. Taverne aufmache, dann brauche ich Euer mehr Euer Sohn Erfahrung. Hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Ja, und ist er verschwunden. So läuft es im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Schenkt ihr dieser alten Schabracke etwa Glauben? Ihn festhaltet. Ach, den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Sturmmantelverräter. Und ihr... Haltet besser den Mund, sonst blüht euch dasselbe Schicksal. Kommt, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Woher wisst ihr, dass sie Diese lügen? Kampfgeborenen. Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Ey, ich lasse mich jetzt aber auf hier nichts ein, ne? Nicht, dass du auf so eine dumme Idee kommst. Fralia. Hallo? Ist das deine Tochter? Auf die lasse ich mich gerne ein, aber nicht auf dich. Ich stehe nicht so auf Omi, Liebe. Guck mich nicht so böse an. Du könntest auch mal lächeln. Wirklich. Oh, da war eine Brücke. Komm was weit zu dir nach Hause. Ich kenne euch doch. Oh, ey. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Ja, dass es Wachen gibt, die immer dasselbe sagen und meinen, sie kennen mich irgendwoher, weil sie mich auch wirklich kennen. Aber Mama, ich kenne sie doch irgendwoher. Boah, das stimmt mit Himmelsrand nicht. Das ist euer Haus, da stand Graumähne. Ich werde hier nur von alten Frauen angebaggert. Ich gehe als erstes. Nee, oh, verdammt, da ist nicht die Tür. Ich will auch. So. Gut. Ich bin bereit. Macht, was ihr wollt. So. Willkommen in unserem Zug. So, jetzt bitte. Ich bin für jede Hilfe bei der Suche nach meinem Thorald dankbar. Wen habt ihr da mitgebracht? Passt gut auf euch. Avulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Ja, absolut. Was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal genau, was los ist. Mein Bruder Thorald. Er hat für die Sturmmäntel gekämpft und ist verschwunden. Man geht davon aus, dass er tot ist. Aber das ist er nicht. Ich weiß es. Die Kaiserlichen haben ihn gefangen genommen und halten ihn irgendwo fest. Die Kampfgeborenen wissen wo. Ich würde in ihrem Haus nach Beweisen suchen, aber hinter mir sind sie auch her. Wenn sie mich kriegen, werden wir nie erfahren, was mit ihm geschehen ist. Jemand muss also diesen Beweis für mich finden. Welche Beweise braucht ihr? Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher.
Welche Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass sie mich hier gesehen hat. Ich renne jetzt in der Stadt rum und plaudere das heraus. Finde Hinweise, wir machen jetzt erstmal das. Ich sag doch, der Jarl hat zwar gesagt unverzüglich, aber in Games gibt's das Wort unverzüglich nicht in meinem Wortschatz. Das ist nicht möglich. Gut, geh raus. Gut, dann begeben wir uns da wohl mal rein. Sobald uns der Ladebildschirm lässt. So, wo müssen wir denn da hin? Wo ist denn das Haus? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Lavendel. Okay, das hier oben. Aufschließen. Wäre es vielleicht besser, wenn wir im Dunkeln wiederkommen. Aber im Dunkeln sind sie wahrscheinlich alle zu Hause. Ah, Haus. Da können wir natürlich rein. Warum haben die denn den Hintereingang abgeschlossen? Sind die denn doof? Ich habe überlegt, Fendal draußen zu lassen. Aber nee, die nimmt man mal mit. Wer ist denn jetzt hier im Hause? Hier sehe ich aktuell niemanden. Ist auch niemand? Geht's nach oben? Scheint echt gerade niemand. Ist eigentlich fest. Scheint gerade echt niemand zu Hause zu sein. Dann sollten wir diese Chance jetzt nutzen. Komm rein. Komm, los. So, aufschließen. Adept ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ah, siehste. Aber wir haben genug Dietriche. Ach Mann. Hab ich mal ansatzweise bisher. Warum funktioniert das? Aber man kriegt wenigstens trotzdem Erfahrungspunkte. Ich hab nicht mal ansatzweise bisher. Ich weiß nicht mal ansatzweise. Ah, hier. Na, fast. Ah, Mist. Na. Das dauert alles viel zu lange. So. Schön gedrückt bleiben. Kaiserliches Sendeschreiben. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Erkundigungen über den Verbleib eines gewissen Thorald Graumähne eingezogen wurden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmor-Agenten sich des Gefangenen bemächtigt und ihn zur Festung Nordwacht eskortiert haben. Ich glaube nicht, dass ich das näher ausführen muss. Es wäre in unser aller Interesse, also ohne es, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Ich hoffe also, dass in dieser Hinsicht keine weitere Nachforschung angestellt werden. General Tullius. Stehlen. Gut. Lass mal hier fix raus. Schließ mal wieder die Tür. Mach mal auf. Lalalala. Und raus hier. Tada. So. Stufe 5. Also lebt er noch. Darüber werden sie sich sicherlich freuen, das zu hören. Lavendel! Warte, ich kenne euch doch. Ey, ich rate, nee. Also langsam ist, ey. Ich raste gleich aus. Ich mach gleich irgendwas kaputt. Irgendwann schieße ich so eine Wache, die das sagt, einen Pfeil im Kopf. Ehrlich, ey. Irgendwann hab ich genug. Mann, ey. So, hallo, jemand da?
Gibt es Neuigkeiten? Ja, warte. Habt ihr etwas gefunden? Dafür muss ich mich erstmal setzen. Ich habe den Beweis, dass Thorald lebt. Ich wusste es. Zeigt ihn mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Werdet ihr die Festung Nordwacht überfallen? Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Natürlich bin ich dabei. Lasst mich versuchen, ihn zurückzuholen, ohne Blutvergießen. Ihr bleibt in eurem Versteck. Ich werde mich darum kümmern. Oh. In Charakter reinversetzen. Wir machen das schon. Der seid ist noch Platz am Bein. Ja, du bist noch Platz am Bein. Dass ihr eine Chance gegen die Talmor habt. Ich kann sofort einige Männer zusammentrommeln. Viele würden bei der Rettung meines Bruders helfen wollen. Ihr habt recht, wir sollten zusammenarbeiten. Direktangriff oder nicht? Ich weiß noch nicht mal, wie das da ist. Ich glaube, diese Mission habe ich nie gemacht. Ach, die sterben eh nur. Ich weiß, als wir aus Helgen geflohen sind, habe ich die Frau auch in auf den Nischel gegeben. Ich habe Fendal an meiner Seite, das macht man sehr schon. Gut. Ich gebe euch eine Chance. Aber wenn ihr es nicht schafft, werde ich es tun. Ja, verständlich. Oder denkst du echt, wenn wir es nicht schaffen, dass du... Ach, egal, vergiss es. So, jetzt möchte ich nur ganz kurz gucken, wo das ist. Ach, du meine Fresse. Ach. Ja, nee, ist klar. Das kann ein bisschen dauern. Also, dein Brüderchen siehst du morgen bestimmt nicht wieder. Wir helfen dir, aber... Nein, bestimmt nicht jetzt gleich. Diesen ganzen weiten Weg da zurücklegen auf unserem Level jetzt. Nö. Nö. Das machen wir mal, wenn wir in der Nähe sind. Okay, geht klar. Gut. Ja, wir haben mitbekommen in dieser Folge, die ich jetzt hier mit beenden möchte, dass es hier zwei Familien in Weißlauf gibt, die sich irgendwie nicht so ganz grün sind. Und der Bruder von Aulstein Graumähne wurde entführt und wir sollen ihn retten. Es wird aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Es wird ein bisschen dauern, bis wir das machen. Da werde ich jetzt bestimmt nicht hinlaufen. Haben wir jetzt erstmal noch anderes zu erledigen und uns auch noch ein bisschen zu verbessern. Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Skyrim.